Ja, willkommen Leute bei Haven. Ich glaube, man spricht es so aus, weil ich glaube, Heaven würde man ja Heaven schreiben, ne? Deswegen Haven. Ja, sehr imposantes Intro auf jeden Fall schon mal, ne? Also macht Lust auf mehr bei mir persönlich, wobei ich ehrlich gesagt schon ein bisschen darauf gewartet habe, dass da jetzt gleich die Epilepsie-Warnung kommt oder irgendwie sowas. Normalerweise muss man ja auf sowas hinweisen, wenn so viele schnelle Bildwechsel stattfinden, wie man es jetzt hier gerade gesehen hat, und auch noch mit so knallbunten Farben. Hätte ich jetzt damit gerechnet, dass da jetzt gleich eine Epilepsie-Warnung kommt. Naja, wie dem auch sei. Dieses Spiel ist am 4.2. für die Nintendo Switch erschienen. Es ist schon ein bisschen älter für PC sozusagen. Also, ich weiß nicht, ob welche Art und Weise man das sich überall kaufen kann, also auch Xbox oder PlayStation. Also PlayStation ist, glaube ich, auch gestern erschienen, am 4.2. und jetzt eben auch für die Nintendo Switch für 24,99. Und wir wollen es mal antesten, ob das Ganze dann mehr wird oder nicht. Das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall möchten wir uns jetzt erstmal hier mit dem Spiel erstmal beschäftigen, bevor wir entscheiden, was daraus wird. Ne? Untertitel anzeigen, überhaupt passt. Ne? Untertitel Größe. Ja, lassen wir es mal im Mittel. Wenn wir merken, dass es zu klein ist, dann können wir es ja immer noch umändern. Joa, passt. Steuerungstechnisch. Was ganz wichtig ist, ich suche immer in den Einstellungen nach Motion Blur. Wenn das drinne ist, dann will ich das nicht. Ich hasse Motion Blur. Ihr wisst es. Ich hasse es. So, Stimmen lassen wir auf volle Lautstärke. Musik machen wir ein bisschen leiser. Lautstärke, Stimmen im Kampf. Die können wir auch ein bisschen leiser machen. Die sind nicht so wichtig im Kampf. Und Lautstärke, Soundeffekte machen wir auch ein kleines bisschen leiser. Damit man meine engelsgleiche Stimme ja auch immer wieder hören kann, ne? So. Genau, Eingabehilfen. Ah, hier, Bildschirm wackeln. Oh, mach mal aus. Kamera wackeln auch. Alles Mögliche, ja, klar. Nee. Ich denke, wir können es so belassen. Und starten ein neues Spiel. Mal gucken, was dabei rauskommt. Haven ist kein schwieriges Spiel. Wir empfehlen, auf der normalen Schwierigkeitsstufe zu beginnen. Solltest du dennoch das Gefühl haben, dass du noch mehr Spaß mit Haven haben würdest, wenn du es leichter machst, kannst du jederzeit im Pausenmenü auf die Schwierigkeitsoption zugreifen. Ist natürlich immer eine schöne Sache. Ich persönlich starte immer erstmal auf normal, um mir einen Eindruck vom Spiel zu geben. Und wenn auch schon die Entwickler sagen, hey Leute, spielt das lieber auf normal, so haben wir es eigentlich gedacht. Soll niemanden frustrieren, ist aber ein kleines bisschen fordernd da, damit man nicht ganz so easy durchrusht, finde ich das super. Ist ein super Mix, meiner Meinung nach. Welche Schwierigkeitsstufe willst du auswählen? Standard, niedrig? Ach siehst, es gibt sogar gar nichts Höheres. Das kann vielleicht sein, dass es später noch höher gibt. So, ja, da bin ich gespannt. Während der Ladescreen kommt, können wir uns darauf gefasst machen. Es scheint ein Spiel zu sein, das RPG-Elemente innehat, und es soll aber auch groß um eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden, die man jetzt da sieht, gehen. Also man kriegt wieder Beziehung zwischen den beiden einfach viel mit. Weil sie vielleicht auch die einzigen sind in der Gegend, das weiß ich nicht genau, aber lass uns überraschen. What's that you got cooking? Apple do stew with apple dews. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews. And the day before it was fried apple dews. With apple dews. Oh, I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. Ich hab mich auch nicht beschweren. Ja, sollen wir gleich schon mal einen Streit vom Zaun brechen? Keine Sorge, ich werde meine Facecam wieder anmachen, wenn diese Cutscenes vorbei sind und Gameplay-Elemente kommen. Dann mache ich meine Facecam wieder an, aber bei solchen Cutscenes mit Gesprächen und dem Fokus auf die Geschichte mache ich mein Gesicht gerne mal weg. Entschuldigung. Ja, sollen wir nichts für ungut? Sagen wir mal, hey, ich hab mich nicht beschwert. Hey, I wasn't complaining. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise, I'd be eating, I guess, apple juice.
Did you have a chance to look at the engine? Yeah. It does seem like it took some damage upon landing. But I should be able to fix that real quick. Ja, ist ja fantastisch. Und hat auch gute Nachrichten. I also have some good news. What's that? I love you. Entschuldigung, das kam so plump. Oh, jetzt geht's bumsen los. Oh, ich mach mich wieder weg. Oh, with the lights off. Works for me. No, I didn't do that. We must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Also sagen wir mal ganz ehrlich, ich fand das jetzt echt ein bisschen arg lächerlich, den Spruch. Deswegen habe ich so gelacht. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie so wegen Rumgeschmuse oder sowas lacht. Aber das war jetzt nun wirklich lächerlich, oder? Ich habe auch gute Neuigkeiten. Ich liebe dich. Alter, das ist ekelhaft. drücke runter, um den Charakter zu wechseln. Okay, alles klar. Drücke runter, achso, nochmal. Achso, ich soll es dreimal machen. Okay, alles klar. Ich spiele jetzt mal ihn erstmal. Gehen, 5 Sekunden. Jo, okay, das passt. Jo. Tutorial-Mission hier, ne? ZR gedrückt, um zu gleiten. Ah, Alter, ja, cool. Yay, nice. Ich soll noch weiter gleiten, noch ein paar Sekunden. Wenn ich runtergleite, was habe ich dann für ein Problem? Halte den linken Stick nach was? Nach unten, um umzudrehen. Ach so, ui. So kann man schnell wenden. Okay, alles klar. Interessante Steuerung auf jeden Fall. Okay, das war's erstmal. Was ist das für ein Ding? Ein blaues Leuchten. There's a light. Okay, warte mal. Wir folgen einfach mal dem irgendwas. Ja, hier. Okay, an die Steuerung muss man sich ein bisschen gewöhnen. Tatsächlich. Okay, ja, genau, stimmt. Ich bleibe einfach drauf auf dem. Although it seems like one thread won't be enough. No worries, we'll find others. Was habe ich denn gemacht? Ich hätte die ganze Zeit draufbleiben müssen. Ah, warte mal kurz. Hier geht's weiter. Quasi weiter. Warte. Ich will mich perfekt positionieren. So. How many more do you think we need? I don't know. Three? Ja. Maybe four? Es ist nicht ganz so einfach hier. Ja, was machen wir mit dem Flutstrom? Finden wir den toll oder was? Einfach nur. Ist ja einfach nur sehr sympathisch oder was? So. Und zu driften. Woo! Alter, geil. Woo! Das ist ja cool. Yeah! Nice! Das gefällt mir. Okay, also die Steuerung macht auf jeden Fall schon mal Spaß. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. One or two more threads and we'll be all set. Doch ein oder zwei weitere Ströme, das sollte reichen. Aber was machen die denn damit? Guck mal, da oben ist auch noch was. Hier. Ist das ein irgendwas ist das. Das sieht aus wie so ein Camp, als ob da irgendjemand oben campen würde. Whoops. Try again. Yes. Just like that. Ja, like that. Bin komplett aufgeladen. Okay. Ja, aber das da sieht irgendwie interessant aus hier, was doch immer das sein soll. Ach, das sind Candies-Beeren. Okay, ja, die will sie aber nicht. Apple juice again. Schon wieder Candies-Beeren. Ja, beschwer dich nur. Koch halt selber was, weißt du? Da hat sie schon einen Mann, der für sie kocht. Man findet sie sonst zu beschweren. Das hier schon wieder, das wird nicht mehr. Alles kacke. So, betreten. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder hier rein, oder? Und immer wieder schöne Bildchen zwischen den beiden. Ah, oh, die scheinen sehr, sehr verliebt zu sein. Sie sind wahrscheinlich noch nicht lange zusammen. Weil ich meine, lass mal ein paar Jahre vergehen. Dann sagt sie nicht, oh, schon wieder Candies-Beeren, sondern schmeißt ihm gleich einen Teller an den Kopf. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Okay, kochen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu kochen mit Candies-Beeren.
Sehr gut. Und dann machen wir da noch ein paar... und auf A noch ein paar reinmachen. Okay. Kandisbeeren und Kandisbeeren ergibt geröstete Kandisbeeren. Okay, das verstehe ich. Aber wenigstens kochen sie zusammen. Das soll ja also, da habe ich letztens irgendwo mal gehört, dass Paare, die zusammen kochen, haben eine harmonischere Beziehung, wenn man zusammen kocht. So, jetzt essen oder mehr kochen? Nur essen wir mal. Oder? Sie hat ja richtig Hunger, hat sie ja gesagt. Sie steht ja total auf Kandisbeeren. I can't tell if you're actually excited about this or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? Well, if we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Do we have to talk about this? Okay, da will irgendjemand sie holen kommen? Das ist interessant. Ja, irgendwann müssen wir wahrscheinlich wirklich mal drüber reden, ne? Also vor allen Dingen, weil es den Tovi interessiert. We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Eigentlich hat der Toffee die Stimmung ruiniert. Ich sag's ja nur. Wir müssen jetzt schon wieder kochen, weswegen auch immer. Müssen wir uns das jetzt vorbereiten sozusagen? Also müssen wir jetzt alles Mögliche kochen, um dann schon mal was da zu haben, wenn wir wieder was essen wollen würden? Oder? Also anscheinend kann man hier auch verschiedene Sachen erlernen oder sowas. Oder zumindest mal seine Charaktere hier so ein kleines bisschen in eine Richtung bewegen. Weil wir haben ja jetzt an Entschlossenheit gewonnen, nachdem er das gesagt hat. Und irgendwie hat sie dann aber gesagt, sie ist ziemlich angepisst. Wer weiß, ob die Beziehung zwischen den beiden auch zu kippen ist. Könnte ja sein, ne? In den Kühlschrank stellen. Ja, stellen wir mal in den Kühlschrank. Wir haben sowieso... Ich glaube, wir haben aber eben kurz... Wir haben nicht genug Zutaten. Oh, but I'm hungry. There might be some leftovers in the fridge. Otherwise, we'll have to go out for groceries. Einkaufen gehen. Das sieht so aus, als ob sie die einzigen sind, die was machen können. Okay, ich kann essen. Jetzt bin ich auch einmal First Person. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, also ist klar, wir können uns jetzt im First Person Dings hier ein bisschen alles angucken. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin zwar nicht immer der First-Person-Fan, also ich mag das eigentlich gar nicht, weil mir meistens schlecht wird davon. Gerade wenn auch noch Motion Blur dabei ist, also dann krieg ich's Kotzen ohne Ende. Und ich dachte, ich steuere einen von denen. Aber die sind hier ja am Schmusen. Und ich bin derjenige, der hier einfach... Ich fühle mich wie ein Voyeur, Alter. Ich guck den beiden beim Schmusen zu. Schlafen die jetzt dann? You? Scheint so, ne? Alright. Let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on. Are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are, is there? I cut off the auto nav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. Im schlimmsten Fall töte ich sie bitte. Was? Das soll sie sagen? Im schlimmsten Fall bringe ich mich um. Wobei, nee, das wirkt ein bisschen zu melodramatisch. Dann bringen sie halt lieber um. At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship. By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not.
Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. You aren't dressed yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. Och, jetzt aber die ganze Zeit unter der Rinne hocken. Na, aber hier alleine sie lassen? Nee, komm. Dann lieber sie überzeugen, dass sie rausgehen sollen. So schönes Wetter, Mädchen. Come on, the weather's great. But the weather is always great. For now, who knows? Tomorrow could be the beginning of the long winter months. Could last for years. One more reason to stock up on apple juice. You know, always being right is not necessarily a good quality. On the contrary, many people find it very unappealing. You? Not sure. Also ganz im Ernst, wenn ich die ganze Zeit mit einer Person verbringen würde, ich glaube, ich fährt das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so dolle. So, jetzt gehen sie da raus, beziehungsweise ich kann jetzt rein theoretisch hier noch ein bisschen was machen. Reden. Worüber denn? I thought we were gonna get some food. Ja eben, wollte ich gerade sagen. But there's no hurry, is there? No, that's true. Jetzt wollte ich gerade die Chance nutzen, um was zu trinken, Alter. Und das von wegen reden, ey. Das Spiel verarscht mich. Ich darf nicht reden. Darf ich mich wenigstens umziehen? Die Lumpen. Ja gut, nee, die will ich nicht. Aber der Winter naht, ne? Hier, Game of Thrones lässt grüßen. Anscheinend müssen sie Vorräte sammeln, weil der Winter kommen könnte. Und, aber dafür sind sie ziemlich locker. Wenn da wirklich jetzt irgendwann mal der Winter kommt, an der wirklich jahrelang gehen kann, dann müssen die ja mega die Vorräte sammeln. Do you remember eigentlich. Where the apple juice were? Can we try and pick something else for a change? Ja gut, das ist die Frage. Gibt es irgendwo Tiere, die wir schlachten können? Ups, ui, ich sehe ja nichts. Ah, Driften, ja. Whee! Ja, aber die Frage ist nur, wo kann ich jetzt hier was machen? Außer. Soll ich jetzt wirklich nur diese Candice-Beeren sammeln? Das wäre doch schon ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig, oder? Komm, ein bisschen Action hier. Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Oh oh. Der Boden shaking. Was so in der Flint? Okay, diese Szene habe ich jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich glaube, vielleicht kommt das irgendwann später. Aber ganz im Ernst, zu zweit, selbst wenn man sich noch so liebt, ein Leben lang wirklich nur zu zweit, ohne jemand anderen. Ich glaube, das wäre ein sehr tristes Leben, oder? Ich könnte das nicht. Ich, vor allen Dingen will ich halt manchmal auch alleine sein. Gut, aber das wird definitiv ja möglich sein bei den beiden hier. Oh Gott, Katzi. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Well, except... ich glaube, das war's mit dem Nest. Ist nicht alles verloren. Das ist jetzt alles weg. Gut, dass wir noch was in den Kühlschrank gestellt haben. sind wir aber optimistisch, oder? It's not all lost. Well... It is,
a bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as? I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. Ja, gut, ich meine, es sah jetzt nicht gerade so, als ob hier irgendwie viele Sachen rumliegen, ne? Aber seien wir einfach optimistisch. Ich bleib dabei. I don't want to be stuck here. It sucks. Me neither. That's why we'll have to find something. Okay. Das war jetzt nicht die optimistische Antwort, die ich erhofft hatte. Also irgendwie habe ich gerade gedacht, wenn sie sagt, irgendwie, ich will hier nicht festhängen, dann heißt das so, ja, du hast recht, ich will hier nicht festhängen, deswegen werde ich jetzt mit dir suchen gehen oder irgendwie sowas. Gut, da sind noch Beeren. Ne? Die Candisbeeren. Beziehungsweise eine Candisbeere. Ich habe ein bisschen Angst, da runterzufallen. Geht das überhaupt? Irgendwas müssen wir hier finden. Kann ich da rüber? Was? Aber das sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwas gäbe. Auf die andere Seite der Insel hieß, hat er doch gerade vorhin gesagt. Guck mal, da oben ist doch auch noch was. Hier sind Candisbeeren. This is a pretty one. So, was ist das da? Aha. I think I found something. Ja, irgendwas Dingsens. Call me crazy, but this looks like a Bluten. Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Ja, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Why not? We still don't really know how the flow bridges work in space, but if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between two planets, why not two bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Okay, ich wäre da jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen vorsichtig, ne? Aber sieht irgendwie cool aus. Mal gucken, wo wir da landen. Alter, oh, sie kriegt endlich ihr Steak. Wahrscheinlich Candisbeeren-Steak. Entschuldigung. Do we have everyone? Wäre schon irgendwie lustig, oder? Okay. Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah, the bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Ja, da wollen wir mal gucken, was ich... Okay, lernen wir jetzt kämpfen? Do you see what I'm seeing? A big ugly lizard? Ja, große hässliche Echse, so hat man mich auch schon mal genannt, ja. Sie meinte like a type of Hygrocybrubicins. Ah, is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Hm, vielleicht merkt sie es nicht mal. Ja, wobei, doch, ich denke mal schon. Vielleicht ist es mangelnde Hygiene. Ich würde mal A sagen. Maybe oder? It doesn't even know. Maybe we should tell it. No way. You don't get in the way of Mother Nature's plans. I'll make sure I remember that next time you have salad stuck in your teeth. Ich würde ja schon gerne gegen sie kämpfen, irgendwie. Upp, upp. U-turn! It doesn't work if you warn me after you turn. Kraulen! Oh, wie süß! Okay, wir können mit ihr schmusen, mit der Echse. Ah, süß. Da vorne ist auf jeden Fall was. Ja, wir gehen wieder weg. Liebe Ex, wir lassen dich in Ruhe. Ich wollte dich ursprünglich mal umbringen, aber jetzt, wo ich weiß, dass du ganz gechillt bist. I'm not sure our boots will fare too well in the water. Oh, could they get damaged? No way. They're waterproof. But you won't exactly grip the track underwater. Okay, heißt, ich muss hier irgendwie rauskommen wieder. Okay. Ich kann nur langsam vorwärts schwimmen. Okay, es ist interessant zu wissen. Aber
Irgendwie habe ich gedacht, das bedeutet irgendwas da hier, das Ding da. Ups. Kann ich eigentlich auch springen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann das heißt, in dem Fall bin ich hier. Ist das hier erstmal überflüssig, was ich hier mache? Wir gucken uns einfach weiter um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Hier zum Beispiel sind Candysbeeren. Oh, toll. Da freut sich unsere kleine Maus, oder? Ja, sie heißt Yu und er heißt. Ich habe vergessen den Namen. Oder Yuri oder wie auch immer. Aber da oben ist irgendwas. Trotzdem würde ich gerne mal. Ja, jetzt, wo ich weiß, dass diese Viecher, diese Echsen auf gekrault werden können, will ich sie jetzt auch nicht mehr umbringen. Aber trotzdem würde ich irgendwie auch gerne mal kämpfen, weil ich weiß, man kann in diesem Spiel auch kämpfen. Ja, ich weiß, ich kann driften, aber ich will es nicht. Ich will hier runter. Hui! Und Candysbeeren pflücken. Ah ja, schön. Wow! Okay, Fallschaden gibt es nicht. Was ist das da? Rasselpfeffer. No, never. Must be an endemic species. I wonder if it's edible. Ja, wir können es probieren. Ja, sie soll probieren, komm. Only one way to find out. Yes, you're right. I'll pick up some berries and run some tests. First, we'll need to observe any cutaneous reactions. Then we'll cook them to eliminate bacteria. Mmm, it's peppery. You did not. Go ahead, try it. I'm sure you'll love it. Hmm. Oh, yeah. That is peppery. Lightweight. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the Appledews, but where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with Appledews? Appledews. Die und ihre Candysbeeren. Ich glaube, ich heute Nacht träume von dem. Make sure they don't get squished. Das ist nicht zerquetscht. Ja, pass auf, dass es nicht alle auf ist, ne? Aber ich weiß nicht, Beeren, die nach Pfeffer schmecken, ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber, ja, okay. Müssen wir ja mal akzeptieren. Wenn einen in der Not frisst der Teufel fliegen, sagt man ja immer gerne, ne? Wenn ich jetzt wirklich gar nichts hätte, würde ich es wahrscheinlich auch essen. So, aktuell sammeln wir hier nur Zeugs, aber irgendwann wird doch bestimmt mal auch was Besonderes hier zu sehen sein, oder nicht? Ich muss mehr driften, habe ich das Gefühl. Ist das jetzt hier alles oder irgendwas muss doch hier sein, oder nicht? Ich kann nicht glauben, dass das schon alles gewesen ist. Da fehlt noch was. Da war ich ja gerade eben oben. Hier unten war nichts mehr. Hä? Da oben ist auch nichts mehr, oder? Es ist ein bisschen undurchsichtig, muss ich sagen. So storytechnisch weiß man nicht so hundertprozentig, was man hier eigentlich machen muss. Ey, von oben angucken ist auf jeden Fall immer eine super Sache, weil dann kann man einen besseren Überblick über alles haben, aber... Ach, warte mal! Seems like, ha, die nächste! Wasn't a unique occurrence. Ah, okay, alles okay. Klar. Komm, irgendwann müssen wir noch ein bisschen was kämpfen, oder? Komm. Der Part ist jetzt schon bald wieder vorbei, das heißt, in dem Sinne würde ich gerne mal noch ein Kämpfchen gemacht haben, bevor ich jetzt den Part beende. Wow! That's... Wow! Actually, what is that? We should take a closer look. Machen wir mal einen Close Look, ja. Da ist auf jeden Fall wieder Pfeffer. Das sieht nicht gesund aus. Und da hinten ist auch noch auf jeden Fall ein Tier. Candys! Candys Zucker, warte hier. Candys Zucker. So, ich will gucken, das arme Tier ist doch in Gefahr, oder nicht? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, ich bin ein Tier. Guck es dir an. Aber ich kann es kraulen. Okay, es ist nicht in Gefahr. Alles gut, alles gut. Aber was ist hier? Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Das will ich auch immer wissen.
Ich bin Biologe, nicht wirklich. Er ist optimistisch, oder? Biologist. Isn't that the same thing? Biology, the living, geology, the rocks. And what makes you think this is not living, pray tell? It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. Okay, das heißt in dem Sinne, great. Ist das jetzt gut oder schlecht? Look, it looks like the rust has formed into a bigger tree. Okay, wir können das sammeln. Das ist interessant. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre jetzt irgendwie was Negatives oder sowas, das uns vielleicht irgendwie kaputt machen würde auf Dauer. Aber Rohrost klingt auf jeden Fall wie Bofrost. Deswegen können wir auch was zu essen sein. So, dann hole ich mir noch Zeug hier. Ja, bis jetzt ist es ein Sammelspiel. Aber da wird bestimmt noch irgendwas anderes kommen. Rust. Ja, man muss wahrscheinlich einfach erstmal kennenlernen, was man hier alles machen kann. Und ist in dem Sinne jetzt nicht so schlimm. Aber ich werde schon den einen oder anderen Kämpfchen hätte ich jetzt schon gerne gehabt. Zurück zum Nest? Was, im Ernst jetzt? Jetzt soll ich wieder zurück zum Nest, nachdem ich das Zeug gesammelt habe, oder was? Toll. Mit Rohrost können wir alles wieder zusammenbauen. Alles klar, weiß ich Bescheid. This is where we came from. All right, I know. Ich dachte, wir sollten wieder zurück zum Nest. Die verarschen mich! Geht's hier weiter? Okay. Ich will ein Kämpfchen machen. Guck mal hier, der hat schon schmerzende Hände. Ja, der hat Gicht oder sowas, weil er nicht kämpft. Deswegen verkümmert schon alles. Kämpfen, Leute. Kämpfen ist wichtig. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. Aber ich sammle noch Zeugs, während ich unterwegs bin. Wenn wir sowieso schon dran vorbeifliegen, können wir es auch gleich noch in die Tasche stecken, oder? So, da oben ist auf jeden Fall eine Brücke. Dann fliege ich mal da hoch zur Brücke, oder? Kann ich da so hoch? Ah, Mist, geht nicht so ohne weiteres. Wie komme ich denn da hoch? Gute Frage, wa? Hä? Ach so, warte mal, ist das hier der Weg? Schwierig. Ja. Ja, und Pfeffer. Und Kandisbeeren. What are they? Wieso? You've never heard of Ah, nee, das ist... Ah, was ist das andere? They're one of the most nutritious nuts. 25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. Das geht aber nicht auf. Da wollte ich auch gerade sagen. Ach komm, ärgern wir ihn nicht. Great. But how does it taste? Didn't you hear what I said? 75% fat. Of course it tastes great. Alter, 75% Fett und das soll schmecken. Ja, danke, aber ich verzichte, ehrlich gesagt. So, hier. Hier geht's in Richtung Nest. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. According to the archives, a colonization plan had been considered by the Apiary, with Exanova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Seismische Aktivitäten Mua von mir aus ist Rostzeugs Schuld. High seismic activity? I don't know. The file doesn't say anything about that. Hmm. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Das hoffe ich auch. Vor allen Dingen müssen wir jetzt auch hingucken, dass unser Nest hier wieder richtig ist. Oh, guck mal, Haare schneiden. Ja, gut, jetzt wegen Corona, ne? Da muss man sich auch gegenseitig die Haare schneiden, ist klar. Ob sie ihn da ranlässt an ihre Haare, das wage ich doch zu bezweifeln. Frauen sind da ja ein bisschen eigen, was das angeht. Männer zur Not einfach kahl rasieren. Das ist bei Männern immer ganz einfach, ne?
So, liebe Leute, aber ich würde jetzt dann tatsächlich wirklich einen Cut machen. Wir sind schon bei fast 37 Minuten. Ich denke mal, es wird langsam Zeit für ein kleines Päuschen. But in what state? Genau. Und wir gucken uns dann das nächste Mal, wenn es euch gefallen hat. Dann gucken wir uns das nächste Mal. Ihr könnt es mir zeigen in Form von Kommentaren und Bewertungen, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Ich würde mir wahrscheinlich ein bisschen länger noch was davon angucken. Ja, Zeit zum Schmusen bleibt immer, wa? Länger was angucken, vor allen Dingen, weil ich ja wissen will, wie man da kämpfen kann. Ich weiß, dass man da kämpfen kann. Ich habe das schon irgendwo mal gehört, gelesen, wie auch immer. Deswegen würde ich das schon gerne mal rausfinden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Hoffentlich. Macht's gut. Tschüss.